Herzlich willkommen in der Facebook-Gruppe Kombidampfgarn mit AEG. Mein Name ist Martin Beckerle, ich bin Administrator in dieser Gruppe. Neben mir Franz Stolz, einer unserer fleißigen Köche. Dieses Video richtet sich an alle Neuen hier in der Gruppe oder Neubesitzerinnen eines Multidampfgarers, wo wir mal ganz kurz auf alles eingehen, alles erklären wollen. Die Gruppe heißt Kombidampfgarn mit AEG. Legt jetzt nahe, dass das natürlich einmal ausgerichtet ist auf Geräte von AEG. Wir freuen uns aber natürlich auch über Mitglieder in dieser Gruppe von anderen Marken, bitten aber um Verständnis, dass natürlich kein Support für Gerätefunktionen oder was auch immer von anderen Marken gegeben werden kann. Ihr habt jetzt einen neuen Multidampfgarer zu Hause. Mit was beginnt ihr? Beginnen tut ihr bitte damit, das Gerät zu registrieren. Unter AEG.at oder AEG.de registriert ihr das Gerät. In Österreich bekommt ihr dann ein Kochbuch zugeschickt und einen Gutschein für Kochevents bzw. einen Hinweis, wo man sich für Livestreams anmelden kann, wenn man keinen Kochevent besuchen kann oder möchte. In Deutschland bekommt man dann ein digitales Kochbuch zur Verfügung gestellt, sofort bei der Registrierung, und kann dann auch an Livestreams teilnehmen. Diese Gruppe ist eine Kochgruppe und keine Kundendienstgruppe. Wenn es einmal zu einem Problem mit einem Multidampfgarer kommen sollte, bitte wendet euch direkt an den Kundendienst, beziehungsweise wenn hier in der Gruppe dann etwas gepostet wird, werde ich das, bitte um Verständnis dafür, im Regelfall löschen, aber ich werde euch informieren, an wen ihr euch wenden könnt, um wirklich kompetente Hilfe mit eurem Problem zu bekommen. Also es wird nicht nur gelöscht, ohne Hilfe anzubieten, sondern es wird euch jedenfalls Hilfe angeboten. Es ist eine Gruppe, die gibt es schon seit einigen Jahren. Es gibt sehr viel Inhalt in dieser Gruppe und viele, viele Fragen werden doppelt, dreifach, vierfach gestellt. Daher die Bitte, verwendet immer die Suchfunktion. Die Suchfunktion ist die kleine Lupe, wo dann steht Suchen in Kombidampfgarn mit AEG. Wir werden jetzt da ein kleines Insert machen, damit ihr seht, wie das optisch ausschaut. Bitte, bevor ihr eine Frage stellt, schaut mal in die Suchfunktion. Im Regelfall werdet ihr viele Antworten zu eurer Frage finden und es vereinfacht einfach vieles und es wird auch schneller. In dieser Gruppe, was bieten wir hier? Natürlich, wir haben jetzt Stand März 2022 über 24.000 Mitglieder. Es gibt viele, viele, viele Rezepte. Wir als AEG stellen immer Rezeptvideos ein in regelmäßigen Abständen. Es gibt Livestreams mit dem Franz Stolz, mit Markus Grillenberger. Hier in dieser Gruppe. Es gibt Aktionen, Promotions für Zubehör, zweimal, dreimal im Jahr einfach immer wieder reinschauen. Und ja, also das ist eigentlich der Inhalt, den wir hier bieten. Jetzt ist die Frage, ein Multidampfgarer ist bei euch eingezogen. Es ist natürlich ungewohnt, es ist eine Umstellung zu einem herkömmlichen Backofen. Und da ist jetzt dann schon meine Frage an den Franz, lieber Franz. Was ist der Multidampfgarer? Wo unterscheidet der sich zu einem herkömmlichen Backofen? Muss ich da jetzt Angst haben? Ist das ein Hexenwerk oder wie funktioniert das Ganze? Ja, Martin, der Multidampfgarer ist eigentlich man kann sagen, ein ganz normaler Backofen auch. Das heißt, alles, was ihr gewohnt seid von früher, vom Backofen von eurem Vorgängermodell, Oberhitze, Unterhitze, Heißluft, diese ganzen Funktionen, die ihr kennt, hat der Multidampfgarer auch. All das ist drinnen und das ist auch manchmal wichtig und manchmal braucht man das. Aber was der Multidampfgarer noch kann, er kann auch dämpfen. Er ist ein vollwertiger Dampfgarer, das heißt, da drinnen befindet sich ein Dampfgenerator und ein Feuchtigkeitssensor, der, wenn man dämpft, genau die richtige Dampfmenge eben erzeugt. Und damit kann man Dampf garen. Was er noch kann, ist, er kann den Backofen mit dem Dampfgarer verbinden, mischen, kombinieren. Daher kommt das Wort Kombidämpfer und dann hat man trockene und Dampfluft gleichzeitig. Und daraus ergeben sich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Deswegen auch gibt es diese Gruppe und deswegen ist hier so ein reger Austausch. Und natürlich gibt es auch noch Sonderfunktionen, ja, wie Teiggären, Brotbacken, dieses Sous-Vide-Garn, wo es wirklich der Dampfgrad genau geregelt werden muss, damit das richtig gut funktioniert. Bis hin zum Kräutertrocknen, Dörren gibt es also viele Funktionen. Und darum haben wir einen regen Austausch. Okay, also ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Funktionen. In der Theorie klingt das alles immer etwas verwirrend. Ich würde vorschlagen, wir nehmen euch einmal mit zu einem unserer Geräte und schauen wirklich Punkt für Punkt langsam an, welche Sonderfunktionen und Programme gibt es für euch.
So Franz, schauen wir uns das einmal an. Ja. Die Menüführungen sind natürlich von Gerät zu Gerät leicht unterschiedlich, aber die Namen, Bezeichnungen, Funktionen sind ja relativ ident. Legen wir mal los mit den Sonderfunktionen. Was ist die erste Sonderfunktion, die wir hier sehen? Ist das Thema Einkochen, Franz? Tja, was ist Einkochen? Einkochen ist das Konservieren in Gläsern. Man bringt sein Kompott, man bringt vielleicht seinen Salat, seinen Bohnensalat oder viele andere Dinge im Glas verschlossen zum Kochen. Das heißt, ist der Siedepunkt erreicht? Man erkennt, dass wenn kleine Bläschen im Glas aufsteigen, drückt es den Sauerstoff aus dem Glas, das verschlossen ist. Und wenn es dann abkühlt, entsteht ein Vakuum, deswegen ploppt das Glas auch so, damit ist die Konservierung abgeschlossen. Trennen lassen, ja, bei diesem Einkochen, bis das soweit ist. Und dann ist es haltbar gemacht. Selbst konserviert. Okay, gut. Dann haben wir die nächste Funktion, Dörren. Dörren ist die älteste Garmachungsart. Man trocknet etwas aus. Wenn man hier auf Dörren geht, ist natürlich kein Dampf drinnen. Da ist nur trockene Luft drinnen. Ein Lüftungssystem, der Zug öffnet sich. Und somit kann man ein, zwei Bleche, Kräuter, vielleicht auch selber Tees, vielleicht auch kleinere Mengen Pilze, kann man da drinnen trocknen. Und es ist jetzt also hier eine Dörrfunktion, aber kein Dörrapparat, um kiloweise zu trocknen. Es gibt auch einen kleinen Trick, wie man das natürlich ein bisschen beschleunigen kann, weil das dauert Stunden, manchmal über Nacht. Und der Trick heißt also nichts anderes, man kann also hier hinter der Türe, ist ein Kontaktschalter hier, vielleicht ein Stück, einen Korken. Man klemmt den Korken zwischen Tür und Backofen und schaut, genau, dass dieser Kontakt eben berührt wird und genau, dadurch ist ein Lüftungsschlitz und die Luft kann zusätzlich noch raus und es dörrt schneller. Weil die Tür leicht geöffnet ist und das Gerät aber läuft. Ja? Gut, so. Nächste Funktion haben wir hier, die Joghurtfunktion. Ja, Joghurt machen wird immer beliebter. Es funktioniert ganz einfach. Man nimmt einen Liter Milch, man nimmt einen kleinen Becher Naturjoghurt, bringt das sowas auf Zimmertemperatur, verrührt es kräftig mit einem Rührbesen, füllt das in Gläsern ab, man kann sogar einen Deckel drauf geben, ja, und stellt es dann auf ein Blech in den Garraum. Die Joghurtfunktion ist genau mit der richtigen Temperatur, das ist wichtig, gradgenau, damit das passt, wird hier fermentiert und es braucht mindestens 6 Stunden, kann durchaus einige Stunden mehr betragen. Wichtig ist, das Glas darf nicht berührt werden, damit diese Struktur richtig schön entsteht und man hat ein selbstgemachtes Joghurt, das hält sich im Kühlschrank gekühlt bis zu 2 Wochen, kein Problem. Gut, nächste Funktion ist selbsterklärend, Teller wird einfach gewärmt, ja, weil der Teller wärmt das Essen, nicht das Essen wärmt den Teller, sagt man in der Gastronomie. Auftauen. Auftauen wird manchmal falsch verstanden. Unter Auftauen heißt das nicht, dass man da jetzt schnell ein Brot auftaut oder schnell ist Auftauen, ist immer schlecht. Das beste Auftauen wäre im Kühlschrank über Nacht, damit sich diese Kristalle langsam lösen. Das schlechteste Auftauen wäre oft Fleisch oder Fisch in warmes Wasser geben. Der goldene Mittelweg ist das Auftauen im Dampf. Produkt nehmen, ein Stück Fisch zum Frühstück, für Mittag zum Kochen, in den Garraum geben, auf ein Blech legen und die Funktion Auftauen ist mit 40 Grad programmiert, da ist Wasserdampf drinnen und dann wird möglichst schonend in 1-2 Stunden es aufgetaut. Okay, gut, dann haben wir die nächste Funktion, wäre Überbacken mit einer leichten Bräunung. Ja, das Überbacken ist, da wird die Grillschlange, da wird nur die Oberhitze und die Grillschlange oben laufen. Ist deine Lasagne, hat deine Lasagne am Ende der Backzeit zu wenig Farbe, die Überbackungsfunktion nachträglich einschalten. Also wie Salamander quasi in, ja, der, in der, genau, Gastronomie. Also die Oberhitze, die Grillschlange läuft da, der Krustenbraten hat vielleicht zu wenig Kruste, die Forelle ist vielleicht, der Fisch ein bisschen zu wenig gebräunt, man möchte Farbe, Knusprigkeit haben, dann ist diese Taste ideal. Okay. Dann haben wir Niedertemperaturgaren. Eine eigene Welt des Kochens, der Name ist Programm. Nennen wir ein Steak. Ein Steak wird kurz links und rechts angebraten, kann auch ein schöner Lachs sein, dicker Fisch sein. Und dann wird in den Garraum das gegeben und in niederer Temperatur, das Gerät hat das vorgegeben, so zwischen 80 und 90 Grad, wird sich dann langsam das Steak oder der Fisch langsam erwärmen, damit es gleichmäßig saftig ist oder gleichmäßig rosa. Und das kann man entweder mit nach Rezeptur, nach Zeit machen oder, den werden wir auch noch kennenlernen,
einen Kerntemperaturfühler und dann sagen, so heiß soll das Steak oder so rosa soll es in der Mitte sein. Gut, warm halten, steht warm halten von Gerichten bis zum Servieren. Ich glaube, das ist einfach auch mit 80 Grad ungefähr und auch mit ein bisschen Dampf, dass nichts austrocknet und dann wird es schonend warm gehalten, falls man doch einmal später der Besuch kommt oder mal später nach Hause kommt. Sehr praktisch. Dann haben wir als nächstes feuchte Umluft. Energiesparendes Backen auf einer Ebene. So, und das ist schon dieses Wort energiesparend. Franz, was ist das? Ja, es steht auch bei vielen Modellen so drinnen, weil die Bedienung, bitte auch hier ein bisschen die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen. Es gibt ja auch für Hersteller Vorschriften, die eingehalten werden müssen von Energieeffizienzen. Es ist so, dass diese Funktion nach einer gewissen Zeit, Laufzeit, schaltet das Licht aus, um Strom zu sparen, aber das ist nicht alles. Es wird meistens einmal aufgeheizt auf 160 Grad, eine gewisse Zeit die Temperatur gehalten und dann schaltet die Heizung aus und so wird der Energie die Effizienz gemessen. Das kann jetzt gut gehen. Ich empfehle es auch nicht für viele Dinge, weil wenn man einen Kuchen backt und man hat vielleicht mit dem vorgeheizt, dann kommt es in den Garraum, dann verliert man die Hitze, dann schaltet vielleicht 10 Minuten später auch die Heizung aus, dann kann es leicht passieren, dass nicht der Kuchen dann nicht gelingt. Also es ist eigentlich ein energiesparendes Backen oder Braten für kürzere Zeit, aber eigentlich ist es zur Messung, deswegen steht es auch hier oben, der Energieeffizienz. Wir werden auch noch schauen, also es gibt ja generell 4 verschiedene Dampfsättigungen. Ja, es ist diese feuchte Umluft, Heißluft, hat 10% Dampfsättigung, Feuchtgarn nieder 25, Feuchtgarn mittel 50, Feuchtgarn hoch 75 und nachher der Full Steam oder Vitaldampf oder nur Dampfgarn mit 100% Dampf. So, dann haben wir jetzt hier die normalen Funktionen, ist einmal die Grillfunktion. Ja, die ist also sehr ähnlich dieser Überbackungsfunktion. Ja, da heizt halt dann nur die Grillschlange ohne der Oberhitze. Ja, das kann also dann ein bisschen noch schneller gehen und direkter sein, gleich anzuwenden wie die Überbackungsfunktion. Zu wenig Bräune, zu wenig Knusprigkeit, Grillfunktion oder Überbackungsfunktion. Okay, Heißluftgrillen. Es läuft hier die heiße Luft und der Grill abwechselnd. Das heißt, gelegentlich bleibt das Lüfterrad stehen, dann steht die Luft. Dann schaltet oben auf der Decke der Grill ein. Und dass dieses Wechselspiel bewirkt, dass zum Beispiel Braten besonders braun werden, bei hohen Temperaturen besonders knusprig werden. Ja, und was das Besondere bei AEG Multidampfgarer ist, dass das Lüftungssystem dabei geschlossen ist. Weil wenn ein Braten, eine Soße dabei ist, wird die also nicht vertrocknen. Und damit haben wir auch ein feuchteres Klima da drinnen. Gut, das nächste ist die Heißluft. Da steht gleichmäßiges Backen und Garen gleichzeitig auf mehreren Ebenen. Ich glaube, das ist also dann das Zauberwort. Der Name ist Programm. Die Heißluft heißt, da läuft hinten, es gibt ja mehrere Heizelemente. Um das Lüfterrad außen herum ist ein Ring und dieser Ring wird erhitzt, dieser Heizring. Und so entsteht also die trockene Luft und das Lüfterrad verwirbelt alles. Heißluft ist ein sehr, sehr vielen Jahren praktizierte Beheizungsart. Und dadurch hat man halt eine Möglichkeit, trockene Luft über allen Ebenen gleichzeitig über viele Bleche zu senden. Tiefkühlgerichte, das ist irreführend, wie ich finde. Was kann das? Tiefkühlgerichte, der Name ist vielleicht jetzt ein bisschen irreführend, aber es ist eine ganz tolle Funktion. Es ähnelt ein wenig dem Heißluftgrillen. Hier wird also auch wieder das Lüfterrad hinten laufen, was also die Luft zirkuliert über den ganzen Garraum. Und jetzt wird nicht nur oben die Oberhitze und der Grill laufen, sondern auch unten die Unterhitze. Und in den Symbolen kann man das sogar da drinnen erkennen, was beheizt wird. Was mache ich damit? Der Vorteil ist, dass es jetzt unten und oben bräunt. Zum Beispiel Bratkartoffeln, zum Beispiel unsere österreichischen faschierten Laberln, die Poletten, ja, die Frikadelle, ja, oder das vielleicht gegrillte Gemüse, wenn es besonders intensiv sein soll. Da ist es ganz toll, wenn man vorher das Blech in die Mitte gibt, weil die beste Funktion ist hier dann in der Mitte, weil ja die Hitze von oben und von unten auch noch kommt und das Blech gut vorheizt und auf das heiße Blech drauf, dann hat man die besten Bratkartoffeln. Gut, die nächste Funktion ist die klassische Ober-Unterhitze. Multidampfgarer kann ja alle Funktionen. Ja. Was mache ich mit Ober-Unterhitze? Gott sei Dank gibt es die noch. Das nennt man auch die stille Hitze. Das heißt, still, hier ist keine Luftbewegung. Und manchmal macht das Sinn. Besonders macht das Sinn, wenn jemand in Richtung Patisserie geht, in Soufflés geht, da werden auf kleine Schälchen in Wasserbad gestellt bei diesem Soufflé-Backen. Und wenn das ganz ein lockeres Soufflé ist, nicht einmal ein Luftzug darf da herrschen, damit das schön gleichmäßig aufgeht. Und da ist gerade
beim Multidampfgarer die Ober- und Unterhitze toll gefragt. Eine Grundfunktion, aber für das ist es perfekt, für Soufflé. So, nächste Funktion, Franz, ist die Pizzastufe. Die Pizzastufe. Der Multidampfgarer versucht auch, so gut er kann, einen Pizzaofen nachzuahmen. Ein Pizzaofen hat natürlich eine sehr, sehr, sehr hohe Hitze. So heiß wird der Multidampfgarer nicht. Aber durch die Pizzastufe wird also hier auf der Unterseite im Backrohr, im Garraum, wird also das Heizelement besonders heiß. Und dann kann man auf dem untersten Einschub am besten eine Blechpizza auf Blech backen. Ja, oder vielleicht auch eine dickere Pizza normal. Es gibt sogar einen Pizzastein, was man doch mindestens 20 Minuten hier auf hoher Temperatur vorheizt, um auch dünnere Pizzas zu backen. Er imitiert einen Pizzaofen. Gut, dann nur die Unterhitze. Für was verwende ich das? Das ist sicher etwas, was selten wahrscheinlich vorkommt, dass man nur die Unterhitze braucht. Da gehen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Patisserie, in die Bäckerei. Dort nennt man das das Blindanbacken. Das heißt, wenn man kleine Mürbteige oder Auslegeteige, bei manchen Gebäcken ist das so, dann wird das blind, also ohne Farbe vorgebacken. Da wird auf ein Blech ein dünner Teig gelegt und da wird nur mit der Unterhitze, also hier gebacken. Das wäre zum Beispiel, es wird selten sein, aber das wäre möglich. So, ich glaube, jetzt begeben wir uns schon in die Welt des Dampfes. Und der Einstieg in die Welt des Dampfes ist bei den neuen Geräten die Funktion Steamify. Was kann das, Franz? Steamify ist wirklich, man kann sagen, bahnbrechend. Eine tolle Erfindung, ein Alleinstellungsmerkmal von AEG. Man hat natürlich als Neubesitzer, weiß man jetzt nicht, brauche ich jetzt da viel Dampf, brauche ich wenig Dampf, was soll ich machen? Wer Steamify nimmt, gerade so zum Einstieg, der braucht sich nicht Gedanken machen, wie viel Prozent Dampf muss ich nehmen? Was ist da die richtige Funktion? Wenn man auf das Gerät das Steamify einschaltet, wenn man bis 100 Grad geht, steht oben, das ist das Dampfgarn. Wenn man dann von 100 bis hinauf geht auf 130 Grad, kommt man zum Dünsten, wo man zum Beispiel ein Gulasch oder eine Sugo Bolognese, wo also viel Soße mit ohne Knusprigkeit drinnen gegart wird. Nimmt man Steamify dann Richtung 150, 160, 170 und je höher man ansteigt, desto geringer wird der Feuchtigkeitssensor Dampf einblasen. Man hat also keine Sorgen. Und wenn man dann ganz hinauf geht, bis auf 200 oder 230, ist dann nur mehr ganz, ganz wenig Dampf drinnen, damit es halt besonders braun und knusprig wird. Steamify wird euch sehr helfen in den Einstieg. Also Steamify ist eine Dampfautomatik und aufgrund der eingestellten Temperatur weiß das Gerät von selbst, wie viel Dampf es nehmen soll. So, und dann schauen wir in die Dampfprogramme hinein. Fangen wir gleich an mit Sous Vide. Ja, Sous Vide haben die Geräte, also jetzt als Orientierung, die eine herausnehmbare Wasserlade haben, die haben eigentlich alle Sous Vide. Was ist Sous Vide, Franz? Wo verwendet man das? Sous Vide ist ein französischer Fachausdruck, das bedeutet also unter Vakuum. Es wird also hier Lebensmittel gewürzt, verschweißt, das Vakuum entzogen und somit haben wir also hier einen möglichst luftleeren Raum in dem Beutel und dann wird es darinnen gegart. Durch das Vakuum sind ganz andere physikalische Gesetze und es wird also in diesem Vakuum es langsam erwärmt und der Dampf hilft dabei, dass die Temperatur möglichst gut übertragen wird. Sous Vide kann im Wasserbad gemacht werden, Sous Vide kann gemacht werden auch im Dampfbad, weil das ist besonders praktisch. Und somit haben wir eine langsame, gleichmäßige Erwärmung. Ist das erreicht, man kann das mit Zeit und mit Größe genauen Rezepturen festlegen, ja, dann wird es dann aufgeschnitten, angebraten, kann auch gelagert werden, später angebraten werden, bietet also sehr, sehr viele Vorteile, aber das Entscheidende ist, dass der Fühler hier, die Temperatur gradgenau geregelt wird, weil das empfindlich ist in diesem Vakuum und darum ist also hier eine gradgenaue Steuerung vom Dampf möglich. Gut. Das nächste wäre die Funktion Regenerieren mit Dampf. Das Regenerieren kommt so aus der Hotellerie und das Regenerieren ist nichts anderes als Aufwärmen. Es wird Lebensmittel wieder erwärmt, sei es ein Teller aus dem Kühlschrank, man zieht also die Folie oder nimmt den Deckel runter. Das Geschirr muss halt hitzebeständig sein, weil programmiert ist das Regenerieren mit 110 Grad und der Multidampfgarer macht eines, nicht trockene Luft, sonst wird der Reis vertrocknen, nicht nur Dampf, sonst schwimmt alles Wasser am Teller.
Die Programmierung ist auf 110 Grad einmal vorprogrammiert. Man nimmt es, stellt das Essen auf einen Rost und nach 10 Minuten ist das Essen heiß. Nur mit Dampf und heißer Luft wird es schonend und gesund erwärmt. Und wenn man dieses Regenerieren jetzt ein bisschen heißer einschaltet, das geht bis 130 Grad, kann man damit auch ganz toll altes, zähes Brot aufwacken. Das heißt, wenn jetzt mein Brot, meine Brötchen, meine Semmeln altbacken sind, dann gebe ich die 10, 15 Minuten rein. Ja, das muss jetzt, also wenn es ein großes Stück Schwarzbrot oder Weißbrot ist, klappt es wunderbar mit 130 Grad, sogar tiefgefroren. 20 Minuten, 30 Minuten klappt es wunderbar. Für kleinere Brötchen gibt es dann ganz eine tolle Einstellung. Schnell 10 Minuten Semmeln, Brötchen aufbacken. Da kommen wir noch später dazu. Okay, passt. Gut. Nachdem wir auch sehr viele Mitglieder aus Österreich hier haben, das Thema Aufwärmen von Panierten ist ja oft ein Thema. Weil wie der Markus Grillenberg immer sagt, Österreich ist das Land der Panierten. Da ist bitte wichtig, nicht die Funktion regenerieren zu verwenden, egal mit welcher Temperatur. Der Dampfanteil wird immer zu hoch sein. Das heißt, paniertes wirklich mit einer hohen Hitze kurz im Multidampfgarer wärmen. Ich schlage immer vor, einfach wirklich Heißluft einzustellen und das dann 5 Minuten reinzugeben bei 200 Grad, dass es eben wirklich noch nicht austrocknet, aber knusprig und warm wird. Ja? So, Franz, die nächste Funktion, und für das ist ja ein Multidampfgarer prädestiniert, ist das Thema Brotbacken. Ja? Bitte erklär uns einmal Brotbacken, was macht das Gerät da? Wenn er was gut kann, richtig gut kann, dann kann er auch gut Brot backen. Damit wirst du wirklich zum Profibäcker. Du heizt deinen Multidampfgarer vor und du gibst das gegärte Brot in deinen Garraum. Du startest die Brotbackfunktion im vorgeheizten Garraum. Dann passiert das, was der Bäcker macht. Es wird am Anfang eine Zeit lang das Brot bedämpft. Da wird der Dampfgenerator laufen und somit wird also eine Feuchtigkeit erzeugt am Anfang. Die Feuchtigkeit wird dann gehalten, das Lüftungssystem ist geschlossen, du brauchst dich um nichts kümmern. Und im letzten Drittel deiner eingestellten Backzeit wird dann die Feuchtigkeit entzogen, damit das Brot besonders knusprig wird. Du brauchst kein Wissen über das Backwissen vom Backablauf zu haben. Du stellst nur Temperatur ein und die Zeit. Du kannst auch die Temperatur verändern während dem ganzen Garablauf. Aber die Klimasteuerung übernimmt, wie in der Profibäckerei, der Multidampfgarer. Gut. Das heißt, beim Brotbacken vorheizen mit der Heißluftfunktion, zum was Beispiel, auch immer, auf die gewünschte Temperatur, dann umschalten bzw. reingeben das gekehrte Brot und dann einschalten, eben, dass der Dampf eben drinnen bleibt, weil am Anfang wird eben beschwadet. So, jetzt kommen wir schon zu den, ich sage jetzt einmal, reinen Dampfgaren, dieses Vitaldampf hat das immer geheißen, oder Full Steam, jetzt heißt Dampfgaren. Ja. Was mache ich mit dem? Jetzt kommen wir zu den Herzfunktionen eines Multidampfgarers. Wenn hier steht Full Steam, ja, oder 100% oder Vitaldampf, wie es früher auch hieß, dann heißt, dass ein Multidampfgarer jetzt ein 100%iger Dampfgarer ist. Da läuft jetzt nur die Beheizungsart dämpfen. Es wird nur Wasser zum Kochen gebracht und so haben wir eine 100%ige Dampfsättigung. Da wird frisches Wasser verwendet. Ja, also es wird laufend frisches Wasser, sehr hygienisch, frisches Wasser wird also laufend verdampft und somit haben wir hier drinnen, wenn man die Tür eben dann öffnet, ja, einen großen Dampfaustritt und alles, was man in einem Kochtopf kochen kann, fast alles, das kann man also hier drinnen eben bei 99, 100 Grad, 95 Grad dämpfen. Okay, gut. Dann haben wir diese drei verschiedenen Dampfsättigungen, ja, zur heißen Luft. Fangen wir an mit Feuchtgaren hoch. Jetzt kommen wir richtig in die Profiküche. Kann auch in die Bäckerei, Konditorei sein. Man kann also den Dampf und die heiße Luft kombinieren wie der Profi. Und das, drei solche Funktionen stehen zur Verfügung. Und das Feuchtgaren hoch hat jetzt einen Dampfanteil mit 75%. 75% läuft der Dampf und zu 25% läuft der Backofen, der Heißluft, die Heißluft. Und man kann also hier nur bis einen Temperaturbereich bis 130 Grad gehen. Und zwar deswegen, damit auch die Türe den Dampf auch halten kann, weil sonst würde ja Druck entstehen. Und diese Funktion ist hervorragend geeignet, ja, zum Dünsten, zum Schmoren. Das heißt, wenn ein wenig Flüssigkeit drinnen sein soll, alles, was jetzt nicht knusprig ist, aber auch braun werden kann. Und das geht wirklich auch, da braucht es aber länger, bis hin zu Rippchen, bis hin zu Gulasch
und bei 130 Grad fängt es auch an zu bräunen und bis 110 Grad geht es wunderbar. Man kann es sogar runterziehen bis auf niederen Temperaturen. Gut, nächste Funktion ist Feuchtgarnmittel. Feuchtgarnmittel, Mittel heißt 50-50. 50% Dampf, 50% heiße Luft. Eine ganz hervorragende Einstellung zum Backen von schwereren Massen, Rührteigen und solche Dinge. Ganz toll auch eben, um kleines Brötchen aufzubacken, Semmel aufzubacken. In der Früh aufstehen, Semmel auf einen Rost geben, in den kalten Garraum, 150 Grad vom Kaltstart und in 12 Minuten, 15 Minuten ist der Semmel aufgebacken. Wenn du der Meinung bist, deine Ergebnisse sind dir zu knusprig, sind dir zu braun, dann nimm Feuchtgarnmittel. Dann bist du genau im Mittelwert. Und Temperatur und Zeit lassen sich wie immer verstellen. So, letzte Kombination ist Feuchtigkeit niedrig. Das ist eigentlich die Hauptfunktion, mit der du am meisten arbeiten wirst. Das ist auch das, was jeder Koch draußen am meisten verwendet. Ja, ein Dampfanteil von 25% und 75% trockene Luft. Dadurch kann auch in hohen Temperaturen gebraten werden, dadurch kann es auch knusprig werden, dadurch entstehen auch viele Röstaromen, aber das Gargut selber, der Braten, das Fleisch oder auch natürlich bis hin zu Gebäckchen, Biskuits und solche Dinge, trocknen in der Mitte nicht aus. Feuchtgaren nieder. Früher hieß es Intervalldampf oder 25% Dampfanteil ist die ideale Funktion, die am meisten verwendet wird. Okay, also ein großer Vorteil, wenn man mit Dampf arbeitet, ist ja, dass keine Geschmäcker, keine Gerüche übertragen werden. Das heißt, man kann hier, sobald Dampf im Spiel ist, egal ob nieder, mittel oder hoch, kann man zum Beispiel einen Schweinsbraten mit einem Marillenkuchen machen gleichzeitig und der Marillenkuchen wird nicht nach Knoblauch schmecken oder riechen. Was natürlich sehr oft ist in der Umstellung von einem Backofen zu einem Multidampfgarer, ist das Thema, es bräunt jetzt zu stark oder das Thema Garzeiten, Backzeiten. Du sagst immer die Backzeit hinauf, die Temperatur hinunter. Ja. Warum ist das so und was würdest du da empfehlen? Ja, also das betrifft ja speziell jetzt das Backen, ja, manchmal auch beim Fleisch, das sind dann Bräunungsergebnisse. Die Bräunung und der Dampf und die Feuchtigkeit und die Luftverwirbelungen, das ist ganz, ganz etwas Komplexes. Und es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, wenn die Bleche enger oder beieinander sind. Aber es hat sich eines bewährt. Es hat sich eines bewährt und das ist, man kann sagen, 25% in etwa weniger Temperatur, wie du gewohnt bist früher mit deinen Gebäcken zum Beispiel oder mit deinem Braten. Dafür 25% in etwa längere Zeit. Das ist ein Grundgeheimnis, damit eine Gleichmäßigkeit entsteht. Und natürlich, wenn ganz hohe Backbleche sind und da wenig drinnen ist, also die Luftzirkulation ist ein ganz eigenes Thema, aber mit diesem Trick, weniger Temperatur, längere Garzeit, kann man den sehr gut entgegenwirken für gleichmäßigere Ergebnisse. Okay, zwei Punkte möchte ich mit dir noch behandeln. Franz, ist einerseits einmal die Abdampfphase beim Dampfgaren, beim 100% Dampfgaren, aber auch bei anderen Dampfkombinationsprogrammen, ja, weil wir haben oft den Fall, dass jetzt jemand macht zum Beispiel bei 100 Grad in dem Fall Semmelknödel, stellt ein 30 Minuten oder 20, je nachdem, und das Programm läuft ab, er nimmt das raus und sagt, ja, jetzt ist es außen ein bisschen angetrocknet und ledrig. Ja. Wenn man genau hinhört, in den letzten 7, 8 Minuten fängt das Gerät an zu blasen und bläst die Feuchtigkeit raus. Ja. Ja. Das heißt, wie funktioniert diese Abdampfphase, was würdest du da raten? Das löst immer ein bisschen viel Fragen und Verwirrung aus, aber eigentlich ist es ganz simpel und mit Hausverstand zu sehen. Es ist schon ein Vorteil, wenn man jetzt da drinnen Knödel macht oder irgendetwas dämpft und man macht also hier am Ende der Garzeit die Türe auf und es wäre keine Abdampfphase, kommt einem wirklich, es ist nicht gefährlich überall, aber es kommt doch eine große Dampfwolke heraus. Der Hersteller macht Folgendes. Der wird die letzten 7 Minuten in etwa, öffnet er das Lüftungssystem. Man sieht das nicht, aber der Dampf wird weniger und somit tritt natürlich weniger Dampf aus. Der Nachteil ist natürlich, dass bei manchen Produkten, da darf ich als Tiroler auch mitreden, mit Knödel zum Beispiel, wenn diese Abdampf, wird nicht die Dampfsättigung abnehmen bei der Abdampfphase und dann kann es sein, dass Knödel außen ein bisschen glasig werden oder ein bisschen antrocknen. Wenn man das umgehen möchte, ist es ganz einfach.
Man schaltet einfach 10 Minuten längere Garzeit ein, ja, und wenn man hört, das Gerät wird vielleicht ein bisschen lauter, man hört das ja auch, wenn die Abdampfgase beginnt, nimmt man es ein bisschen früher raus. Okay, das heißt, in Wahrheit die Abdampfphase dazu rechnen, gute 10 Minuten. Und was zum Beispiel in Österreich auch immer wieder ein Thema ist, in Südösterreich, ist dieses Thema Teigtaschen, Käsenudeln, Fleischnudeln, ja. Die funktionieren ja auch nicht wirklich so gut nur mit reinem Dampf, weil die müssen ja wirklich Feuchtigkeit ansaugen. Da hast du einen sehr guten Tipp gehabt, und zwar nimmt man da den Garschalenbehälter, der dabei ist, den ungelochten, gibt da Wasser hinein, heißes Wasser, stellt es einmal rein, bringt es einmal auf diese 100 Grad und legt erst dann darin die Käsenudeln und Fleischnudeln, was auch immer, ein, und die wären viel besser, wie wenn man sie nur rein dampfgaren würde. Gut, einmal das zum Thema Dampfgaren. Was wir hier liegen haben, Franz, ist dieser Kerntemperatursensor. Ja? Wie funktioniert der? Was kann der? Wo verwende ich den? Ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Der Kerntemperaturfühler macht dich frei. Du musst nur wissen, wie heiß das Produkt im Inneren werden muss, damit es im dann gelingt oder damit es dir schmeckt. Natürlich kann man den, es würde auch bei Kartoffeln damit funktionieren, es würde auch Brot damit funktionieren, aber am meisten wird es natürlich genutzt für Fleisch oder für Fisch. Es ist ein, der Name ist Programm, hier vorne die Spitze misst, also nicht überall, sondern damit es einfach handzuhaben ist, schaut man, dass die Spitze also in die Mitte von dem Gargut gegeben wird. Eben bei Brot und Kuchen ist es ein bisschen schwieriger, weil das geht auf und darum ist es nicht ideal. Dann wird also das Ganze hier vielleicht rauswandern aus der Mitte. Man sollte eben die Mitte messen. Es wird angeschlossen an das Gerät. Sobald man, es funktioniert bei fast allen Funktionen, ja, man entscheidet dann, entweder man stellt eine Garzeit ein oder man arbeitet mit dem Fühler. Wenn man mit dem Fühler arbeitet, ja, ist hinter der Türe immer auf der rechten Seite oben, ist hier hinten oben ein Anschluss. Bitte hier anschließen, bis der eigentlich richtig, also man hört es auch, bis der einrastet, ja, und dann schließt man eben den Fühler an, sticht den Kerntemperaturfühler an sein Produkt an und dann kann hier vorne am Display eingegeben werden, wie weit die Kerntemperatur nach oben wandern soll, ja, und sobald die Kerntemperatur erreicht ist, läutet der Multidampfgarer und man kann genau einstellen, wie man das gerne hätte. Ist natürlich ein bisschen mit Übung verhaftet, aber dafür gibt es genügend Hilfestellung. Sehr gut, Franz, danke schön. Jetzt haben wir mal die Funktionen durchbesprochen. Was kann ich so an Zubehör für einen Multidampfgarer verwenden? Wir haben da schon einiges vorbereitet, vielleicht gehen wir das nach und nach durch. Beginnen wir mit dem, was schon drinnen ist. Drinnen sind Backauszüge, Vollauszüge, sogenannte Flexi-Runners. Ja? Das heißt, das Blech kommt dann wirklich ganz heraus. Gibt es in einfach, in dreifach. Wichtig ist, ja, bei diesen Auszügen, die sind spezielle für den Multidampfgarer. Ja? Das heißt, die heißen TR1 LFSTV oder TR3 LFSTV. Dieses ST ist irrsinnig wichtig, das steht für Steam, für Dampf. Die haben ein eigenes Schmiermittel drinnen, dass das wirklich auch bei Dampf funktioniert. Es gibt günstigere Auszüge, aber die passen nicht für Multidampfgarer. Also LFSTV, das ist wichtig. Das sind diese Auszüge, die werden hier nur eingehakt, ja, in den seitlichen Gittern. Ja, einfach oder dreifach. Bei Kompaktgeräten gehen die einfach hinein, also da reicht ein Auszug. In den normalen 60er Geräten kann man das auf drei Ebenen machen. Schauen wir uns vielleicht einmal die Bleche an, die es da gibt, so als Zubehör. Spezialzubehör. Beginnen wir mit dem Patisserieblech. So, was mache ich damit? Wie pflege ich das? Was kann das? Prinzipiell, wenn ihr diese Spezialbleche habt, also oder nachgekauft werden, bitte immer auch ein bisschen schauen, was steht in den Anleitungen. Ja, man sieht also hier auf einer Seite ist es beschichtet und wenn man es umdreht, auf der anderen Seite ist es nicht beschichtet. Das ist eine Legierung, die sehr, sehr schnell Temperatur überträgt. Es gibt kein Blech, was die Möglichkeit bringt, so schnell auf die Hitze, auf die Unterseite des Produktes zu übertragen. Beschichtung heißt natürlich auch, bitte Vorsicht hier, also hier oben nicht irgendwie schneiden, hier oben auch nicht kratzen. Ja, am besten wäre natürlich zum Reinigen einweichen ein großes Waschbecken. Sollte das nicht möglich sein, ja, einfach hier drinnen im Dampf mit 50, 60 Grad dämpfen, damit man also diese Löcher auch wieder schön reinigen kann.
Es wird auch vorkommen, das ist normal, das steht auch in der Anleitung, dass sich das ein bisschen verzieht durch hohe Temperaturen. Und deswegen ist es auch oft wichtig, dass man es da zwischen diesen Einzugsschienen, ja, hier drinnen, zwischen den Schienen, dann kann das ein bisschen besser gehalten werden. Alle Bleche, wenn sie flach sind, können dazu neigen, dass sie sich etwas verziehen. Die verziehen sich wieder natürlich zurück. Das ist eine Temperaturspannungssache, soll einen nicht da so irgendwie. Was mache ich drauf auf so ein Patisserieblech, Franz? Also, wir machen als Österreicher natürlich ganz gerne unser paniertes oben mit ein paar Tricks, streichen das ein, dann kann das abtropfen, damit nichts verschmutzt, geben wir was drunter. Werdet ihr sicher Rezepte und Videos darüber sehen. Gebäcke, wunderbar, selber Croissants machen, Hefeteiggebäcke geht wunderbar. Brot, Semmeln. Brot natürlich, es ist ja Patisserieblech, der Name des Programms, es kommt aus dem Backwarenbereich. Ja. Und wenn der Teig ganz weich ist, würde ich euch empfehlen, hier vielleicht den Teig vorher noch mal ein bisschen kurz ins Mehl zu geben oder hier ein bisschen anzustauben, damit es haftet hier nicht an. Genauso bis zur Windbäckerei, genauso bis zur Braunteigkrapfeln, Windbeutel, wie man es in Deutschland nennt, da kann nichts passieren. Die Gleichmäßigkeit ist gegeben durch die Temperaturübertragung. Durch die Löcher zirkuliert die Luft für möglichst Gleichmäßigkeit. Der Rand ist flach, dadurch ist also hier die Zirkulation auch perfekt. Und so kann also hier oben vieles oben gebacken werden. Von der Temperatur, bis zu welcher Temperatur sind diese Bleche einzusetzen, ist immer eine Frage. Ja, eine Beschichtung hat natürlich immer einen gewissen Grenzwert. Also hier Vorsicht. Pizzastufe, ja, es mag eine Zeit lang gut gehen. Vorsicht auch, wenn der Grill oben irgendetwas überbackt. Wir sagen, es sollte nicht 200 Grad oder drüber hinaus, wird dann schwierig, ja, für eine längere Lebensdauer. Also bis 200 Grad. Ja, okay. Gut, dann haben wir das Patisserieblech. Das nächste, das so ähnlich ausschaut, aber eigentlich ein emailliertes Backblech ist, ja, auch mit seiner Stanzung, ist das Airfry-Blech. Was mache ich damit, Franz? Hier oben habe ich die größte Luftzirkulation von allen Blechen. Das Patisserieblech war also ideal für die Temperaturübertragung. Hier ist also die Temperaturübertragung nicht so stark als wie auf den anderen Blechen. Aber was hier entscheidend ist, dass die Luft gut zirkuliert. Hier oben ist es ideal, dörren, trocknen. Hier oben ist es ideal, man kann auch Gemüse braten, ganz wunderbar. Man muss halt dann zwei Etagen tiefer ein Blech reingeben, damit etwas abtropft. Man kann es auch alternativ einmal verwenden, natürlich mit Backpapier für alle anderen als Zusatzblech. Aber hier geht es um Luftzirkulation. Von Bratkartoffeln bis hin. Also das ist airfry, also mit Luft frittieren quasi. Ja. Wie Heißluftfritteuse also ist dann? Perfekt ist es natürlich für die ganzen vielen Dinge, was es gibt im Convenience-Bereich, aus der Tiefkühltruhe von tiefgefrorenen Fertigpommes bis zu Fischstäbchen, alle möglichen Dinge, was es gibt, wirklich aus dem auch Industriebereich ist es ideal, die was schon richtig, eigentlich ein Ersatz des Frittierens. Okay, gut. Dann einer der Renner ist das Thema Easy to Clean Blech. Ja? Das haben wir einmal in einer, vielleicht halten wir es einmal nebeneinander oder wie auch immer, dass man sieht hier den tiefen Unterschied, einmal in etwas tiefer, einmal in einem normalen Backblech. Die Tiefe hat 4 cm Tiefe, das tiefe Easy to Clean Blech hat eine Keramikbeschichtung, also wirklich eine harte Beschichtung. Man braucht kein Backpapier mehr, man kann auch im vernünftigen Rahmen darauf schneiden, ersetzt eigentlich bei all unseren Kunden das normale emaillierte Backblech, das im Lieferumfang dabei ist. Das verwenden die Kunden eigentlich kaum mehr. Sie bestellen alle das Easy to Clean Blech, weil hier wirklich mit einem feuchten Mikrofasertuch, egal was da passiert, das wieder zu reinigen ist. Was würdest du, Franz, sagen, für was verwendet man das sonst noch? Also wie gesagt, es ist ein tolles Zusatzteil zu den anderen Blechen und der Hauptvorteil ist natürlich, wie gesagt, das Reinigen, weil es wirklich sehr, sehr bequem ist, dass nichts anhaftet, dass ich mit weniger Fett arbeiten kann, wenn ich das möchte. Ja, da picken wir auch keine Bratkartoffeln oder sonst irgendwas oben an. Das geht ganz toll. Zum Backen natürlich auch geht es noch leichter raus für unseren berühmten Kaiserschmarrn. Dann kann man den auch wirklich mit weniger Butter machen. Ja, und nur oben Vorsicht, wie gesagt, ein bisschen mit Schneiden. Eine Sache ist wichtig, wie gesagt, es ist, wenn man es kauft, auch ist das dabei. Und da steht oben, bitte nicht über 230 Grad erhitzen. Die Beschichtung ist doch hochwertig, halt viel Temperatur aus. Aber 230 wäre das Höchste, was der Multidampfgarer erreicht. Aber es gibt ja auch andere Backöfen noch von AEG. Genau.
und die könnte man heiß einschalten. Passt, sehr gut. Dann, wenn man etwas mit Sous-Vide zubereitet, Franz, zum Beispiel ein Steak und das länger dann drinnen hat, ja, und du hast gesagt, man kann etwas anbraten, dann sagen wir vielleicht als allerletztes noch her unseren Plancha-Grill, der ist wirklich schwer mit Gusseisen, schönen Griffen. Für was verwende ich das? Ein Plancha-Grill ist eine Bratplatte. Und hier bei dieser Bratplatte ist es so, die hat eine tolle Funktion, die hat ganz tiefe Rillen und auf diese Rillen, dazwischen ist nämlich Luft, wenn also das Steak da drauf kommt, entweder frisch oder aus dem Sous-Vide drauf kommt, dann kann es also hier gebraten werden und da, weil hier diese Einkerbungen sehr tief sind, erreicht man ein richtiges Muster, so wie beim Grillen. Es ist also eine Mischung zwischen Grillen auf Grillstäben am Grill und am Herd oben beim Braten. Da diese Platte, man kann sie auf die Seite drehen, sehr dick ist und auf der Hinterseite, wenn man sie umdreht, sieht man also, da ist schon was dahinter. Das ist also eine spezielle, ganz eine eigene Mischung und Einprägungen, damit das möglichst gleichmäßig beheizt wird. Und je nach Herdart ist ja das meistens möglich, dass man hier ein bisschen heiß einschaltet, ein bisschen weniger, kann man auf der anderen Seite anbraten, da schön ausbraten für ein schönes Grillmuster, für fettarme Zubereitung und das hier auf der Seite ist das, damit das Fett, was austritt beim Grillen und beim Braten, etwas abfließen kann. Also der Indoor-Grill von AEG funktioniert auf Induktion und auch auf normalen Kochfeldern? Ja, funktioniert ja auf allen Beheizungsarten. Okay, passt. So Franz, vielen Dank. Gerne. Das ist einmal wirklich eine sehr intensive Erklärung gewesen der Geräte. Es geht natürlich auch darum, dass man Geräte putzen muss, entkalken muss, reinigen muss. Ja? Das werden wir jetzt in eigenen Videos für euch verfilmen und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit eurem neuen Multidampfgarer von AEG.